Schreibe 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 noch einmal als Multiplikationsausdruck auf. Und dann schreibe den Ausdruck dreimal auf, und zwar auf verschiedene Weisen, wie man Multiplikationen aufschreiben kann. Machen wir den ersten Teil zuerst. Wie oft addieren wir hier 5 mit sich selbst? Einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal. Und eine Methode ist jetzt, ähm, wir überlegen uns, ja, wie oft muss ich hier 5 mit sich selber äh, addieren? Also, ich könnte jetzt also so schreiben: das ist 7 mal 7 mal 5. Oder du kannst es als 5 7 mal sehen. Ich schreibe das jetzt mal extra nicht mathematisch korrekt auf. Und dir jetzt einfach mal vor, das sind Äpfel. Ich habe also statt 5 habe ich Äpfel, also habe ich 5 7 Äpfel 7 mal. Und das ist eigentlich das gleiche wie diese Zahlen mit sich äh, zu addieren. Und jetzt machen wir das mal mathematisch korrekt. Das ist 7 mal 5. Wir könnten es auch so schreiben: 7.5. Das und das bedeutet genau das gleiche. Nämlich 7 mal 5 oder 5 mal 7. Und du kannst eben die Richtung eben auch umdrehen und bekommst immer das gleiche Ergebnis. 5 mal 7 kannst du so als 7 mal 5 oder 5 mal 7 sehen. Oder 5, 7 mal. Das ist eigentlich egal, die sind alle gleichwertig. 5 mal 7 kannst du auch schreiben. Bedeutet alles das Gleiche. Ich kann es auch so schreiben, 7 und 5 in Klammern, das ist alles das Gleiche. Oder natürlich auch 5 und in Klammern 7. Und das sind also alles gleichwertige Ausdrücke. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Anfangspunkt zurück. Also es, wir haben 5 und 5 ist 10 und 15 plus 5 sind 20 und 5 sind 25 und 5 sind 30 plus 5 sind 35. Also alle diese verschiedenen Weisen hier ergeben immer das gleiche Ergebnis, nämlich 35 ist gleich 35. 35, 35. Diese hier sind alle gleich und alle ergeben das gleiche Ergebnis. Und das ist genau die gleiche Art und Weise wie 7, 5 mal. 7, 5 mal ergibt nämlich auch das gleiche. Und 7, 5 mal, wie schreibe ich das hin? 7 plus 7 plus 7. 7 plus 7. Na, so ist das. Also ich habe 7 5 mal. Ich habe es 5 mal mit sich selbst addiert. Und wenn ich diese jetzt äh, aufaddiere, komme ich eben auch genauso auf 35. Deswegen ist 7 mal 5 und 5 mal 7 eben auch das gleiche.